Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Es geht weiter beim Porsche, Ausgabe 27, die hinteren Bremsleitungen. Jo. Dann tun wir mal wieder eine Befreiungstat am Tag, sollte jeder machen. So. Heute ist alles aus Kunststoff und PVC. Einzigste, was Metall ist, sind die Schrauben. Getriebeträger. Ja, das kommt dann hier hinten. Er hält das Getriebe fest, dass es nicht runterfällt. Irgendwie so. Dann haben wir hier noch so eine Ölleitung. Dickes, fettes Teil. Und das hier ist der hintere Stabilisator. Hier haben wir lange Bremsleitungen und noch Kupplungszug. Aha. Passende Schrauben und ein leerer Plister. Dann schauen wir mal, wo wir anfangen. Interessant. Also ich nehme die beiden Bremsleitungen, halbiere die, also ich schneide sie nicht durch, sondern ich tue hier an dem Ende den Kupplungszug drum knoten. Zumindest steht das so. In der Anleitung drin. So. Haben wir die Bremsleitung und der Kupplungszug. Wir drehen die Schose um. Achten darauf, dass hier hinten nichts abbricht. Hier muss ich gerade was da. Deshalb nehmen wir den dicken Milan. Gut, dann haben wir hier die Löcher und da kommt ja, also auf der rechten Seite, der linken Seite kommt auch der Kupplungszug hier mit durch. Nur die Bremsleitung rein. Gut. Dann drehen wir das Ganze wieder um. Das ist lustig, die machen da in der Zeichnung wunderschöne Knicke rein, die man halt mit diesen Schläuchen im Modell nicht abgebildet bekommt. Egal.
Wir lassen uns da nicht klein kriegen. So, dann kommt die Leitungen, die sollen unter. So und so. Der Querträger hier drauf. Und er wird mit DM-Schrauben befestigt. Dann nehmen wir den Kupplungszug. Der ist natürlich viel zu lang. Als nächstes kommt der Stabilisator. Kommt hier hinten. So rein, da drauf. Also dann auf beiden Seiten. Ist halt einfach der Vorteil am Kunststoff, dass man ihn so ein bisschen ziehen kann. Und er wird mit 4 BM-Schrauben befestigt. Das machen wir auch doch. Sind wir ja gar nicht so. Genau vor der Linse. So geht's. Kommt daran. Und als nächstes kommt die Ölleitung. Aha.
dann. Sieh hier, wo kommt das andere Teil hin? Außen oder innen? Oh, das ist eine gute Frage. Tja, das richtige Bild haben sie unscharf. Aber es kommt hier außen vor. Gut, und die soll mit einer AP-Schraube von der anderen Seite befestigt werden. Da muss ich mal schauen, wie ich das machen kann. Geht, ne? Gut. Perfekt. Also wir haben ein paar Leitungen verlegt. Hoffentlich finden wir sie wieder. Prima. Dieses war Ausgabe 27. 12 Minuten. Ach, wisst ihr was? Ich mache Ausgabe 28 gleich noch dazu, weil da kriege ich nämlich nur die beiden hinteren Radläufe. Da machen wir das doch in einem Aufwasch. Weil sonst ist das wieder so nur so eine 3 Minuten Geschichte. Läufe, ihr dürft raus. Ich hatte nämlich schon geguckt, zumindest hatte ich nichts Gegenteiliges gefunden. Dass nämlich nur die Radläufe montiert werden. Dann fangen wir auf der linken Seite an. Er kommt hier so drauf. Und wird mit 2 km schrauben. Befestigt. So einmal hier hin. Ein bisschen vorgeluschert, das ist nämlich jetzt hier das letzte Paket, also letzte Folge von diesem Paket. Und in der nächsten Lieferung kommen dann die hinteren Räder und dann könnte man, also die Bremse hinten, dann könnte man das Fahrzeug schon auf seine Räder stellen. Ich glaube, das werde ich dann auch machen. Weil dann kommt nämlich als nächstes dann die unteren Motorteile dran. Und ich denke, dass sich das dann nicht stört. Wenn doch, kann ich die Räder ja eben schnell wieder mal abmontieren.
So, ihr Leute, das war's. Die hinteren Radläufe montiert. Und die Bremsleitung und den Stabi und die Ölleitung montiert. Wunderbar, und das alles unter 20 Minuten. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen schwätzen, aber nee, wir wollen das ja jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Und darum hab vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder so zahlreich zugeschaut habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, das geht am Porsche weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ich sage tschüss, macht's gut, euer Rick.